Zum Launch der Next-Gen-Konsolen heiß erwartet, aber nicht gekommen. Ubisofts Watch Dogs wurde kurz vorm Start von PlayStation 4 und Xbox One verschoben. Feintuning hieß es. Inzwischen zeigt Ubisoft das neue Watch Dogs, wird aber auch Zeit, denn schon am 27. Mai kommt das Open-World-Action-Spiel für den PC, die PS4 und Xbox One, aber auch für PS3 und Xbox 360. Nintendos Wii U wird etwas später bedient. Die bislang eher blass wirkende Hauptfigur Aiden, der Herr hier mit der grünen Kappe, hat inzwischen eine interessante Hintergrundgeschichte bekommen, die seine Motivation für das, was er tut, ganz gut rechtfertigt und aus dem flachen Hauptcharakter einen tiefgründigen macht. Aber was tut er eigentlich, dieser Aiden? Nun, wenn er nicht gerade in Schießereien verwickelt ist, keine Angst, davon gibt's gleich noch mehr zu sehen, in erster Linie hacken. Autos, Ampeln, Poller, Bankautomaten oder, wie in diesem Fall, Handys. Beim Spazierengehen können wir die Mobiltelefone eines jeden Bewohners des virtuellen Chicagos knacken. Mails lesen, Telefonate verfolgen, die Playlist nach neuer Musik durchforsten. Und manchmal gibt's da auch ganz interessante Dialoge, die uns zu einer neuen Mission führen. Nehmen wir die dann an, setzen wir einen Wegpunkt, schnappen uns ein Auto und düsen ab. In Sachen Steuerung erinnert Watch Dogs stark an Assassin's Creed. Wer das also schon mal gespielt hat, wird sich in Watch Dogs schnell heimisch fühlen. Ach ja, Verfolgungsjagden mit der Polizei. Am besten natürlich im eigenen Fahrzeug. Kann natürlich auch ein Motorrad sein, spricht nichts dagegen, denn beinahe alle Fahrbahnuntersätze in Watch Dogs steuern sich griffig. Ist natürlich auch von Vorteil, wenn wir uns zu solchen Stunts hinreißen lassen. Eine Möglichkeit, der Verfolgung zu entkommen, ist ein Blackout. Na klar, wenn es in der ganzen Stadt zappenduster ist, sehen auch die Gesetzeshüter nichts. Okay, jetzt aber wieder zur Schießerei. Wo wir hier unten schon mal so viele Gangster auf einem Haufen versammelt haben, starten wir unseren Überraschungsangriff doch mit einem kleinen, gut platzierten Feuerwerk. Und wir schalten gleichzeitig in die Fokusansicht, in der wir in aller Seelenruhe ein paar weitere Gegner ausschalten können. In diesen actiongeladenen Szenen zeigt sich nun auch das Deckungssystem. Auf Knopfdruck rutscht Aiden hinter schützende Wände. Und wie wär's mit etwas Spinnen-Action? Diese gepanzerte Spinne steuern wir im Rahmen eines Minispiels. Das Ziel? Alles kaputt machen. Simpel, aber auch lustig. Unser Eindruck? Gut. Interessante Story, vertraute Steuerung, angenehmes Gameplay. Allerdings muss Ubisoft den Eindruck der Featureitis loswerden. Die Macher müssen also die Unmenge an Funktionen unter einen Hut bringen, und zwar übersichtlich. Dann klappt das auch mit Watch Dogs.